bin ich jetzt die Kamerafrau oder so. Wir fahren heute nach Festenburg-Lochstein, Harzer Wandernadel 126 und wandern dann weiter zum Schalker Tor 125. Ja? Ja. Stunde 32 sagt Komoot 4,99 Kilometer. Vielleicht wären es auch 5, mal schauen, je nachdem, wenn wir uns wieder verlaufen. 4,99, vielleicht wären es auch 5. Steht da. Ja, ja. Irgendwo kann man es sehen. Fokus. Ah, das wird nichts. Oh, ja, Bild schauen wir es auch aus. Gut, ja. Bis dato dahin. Dann. Ciao. Mit V. So. Wir sind angekommen und es regnet. Ruhrpott Outdoor-Wetter. Sind die irgendwo in der Nähe? Sind die nicht im Teutoburger Wald? Ist eine interessante Frage. Wenn es regnet, ist Ruhrpott Outdoor in der Nähe. Das war eine Feststellung. Keine Frage. Ja, aber das würde einiges erklären. Siehe da, es hat aufgehört zu regnen. Ja. Offiziell inoffiziell. Schön. Cool. Also, das könnte ich mir auch mal vorstellen. Was? Hier zu sitzen. Mit den Enten. Die ganze Zeit. Ja, richtig schöne, schöne Ecke. Jetzt muss ich nochmal meine Frau wiederfinden. Da ist sie. Da ist sie. Jo. Oh, hier liegt wieder Hasenkacke. Cool. Und es ist wie so eine, wirklich wie so ein Kreis. Wunderschön. Hier wachsen Blümchen. Oh Gott. Ich würde sagen, gehen wir wieder zurück auf den Weg. Dann jetzt weiter. Warum gibt es eigentlich noch keine Geruchskamera? Guck mal die Baumscheibe an. Sieht aber gut verschnitten aus. Aber die Mitte noch einen Rückweg? Liebe diesen Geruch. Die ist nur gammelig in der Mitte. Ja. Genau. Ich möchte Festenburg schreiben und er macht Festenurig raus. Meine ich auch. Ah. Ich glaube, ich will jetzt. Da sehe ich Schilder. Ja, genau. Und es fängt an zu regnen. Also eigentlich schon die ganze Zeit.
Mann, Mann, Mann. Sabina Großstadt. Überall diese Schmierereien hier. Graffitis. Ah. Nö, das ist vom Sturm. Von, wie hieß sie nochmal? Frederike. Frederike. Ja, aber da sieht man halt auch mal, welche Kraft da so hintersteckt, ne? Also das ist schon... Entschuldigung, Handy vergessen. Junge, Junge. Ja. Ich meine, es wurde ja schon aufgearbeitet ein bisschen, aber... Naja, die Wege sind halt freigeschnitten, ne? Aber wenn du sowas siehst und sowas... Interessant, das anscheinend es ist echt eine schlimme Ecke hier so, ne? Was hier so liegt, ist nicht so toll, ne? Aber genau in der Ecke steht der Kasten. Genau dort. Und es regnet. Darf ich nicht sehen? Wir sind gerade ein bisschen, also der Kasten ist da. Hier ist eine Brücke und eigentlich sollte der Kasten dort sein. Irgendwo. Aber irgendwie... Ja, wunderbar. Aber irgendwie kommen wir auf dieser Windwurffläche nur bis... hier vorne. Und ganz ehrlich, da möchte ich nicht durchklettern. Das ist saugefährlich. Gut, stempeln wir. Jo. Du konzentrier den auch noch gleich, das ist dann auch für die Dings. Hallo. So, gestempelt. Nummer 126. Habt ihr auch gerade in der App gesehen, wenn das alles so funktioniert hat. Was eine Aussicht, ne? Und da seht ihr Brocken. Da, da, da. Ich erkenne es nicht auf der Kamera. Du weißt nicht, welcher der Brocken ist. Da, doch. Ja, man erkennt die Spitze vom Brocken nicht. Doch, da. Da ist der Brocken.
Gleich mal da. Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wir sind da. Jo. Steppichstelle 125. Schalker Aussichtsturm. Da oben, ich sehe ganz viele alte Menschen. Oh wei. Und picknickende Menschen. Super. Ist das Wort überhaupt? Picknickende. 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 Siehst du, wandern mit deinem Kind ist man fahren. Ja. Wenn du kannst. Eigentlich wenn du gar nicht. Willst du noch einen? Ja. Überleg mal, wie alt? Zweieinhalb? Drei? Mhm. Aber hat auch einen eigenen Stempel, ne? Hat ein eigenes Stempel her. So, wir sind auf dem Rischweg. Aber wir haben uns noch nicht ganz entschieden, welchen Weg wir zurückgehen. Den. Ja. Den linken. Von mir aus rechts, ja. Ja. Von hier aus links. Ist von hier aus rechts. Das wäre der. Ah ja, schneller Abfahrtweg. Oh, schnelle Abfahrt. Mal gucken, dann machen wir jetzt eine schnelle Abfahrt. Schalker Stadtweg. Dann gehen wir die jetzt zurück. Genießt noch ein wenig diesen wunderschönen, tollen Sonntag. Und werden jetzt dann langsam zum Auto gehen, fahren wir nach Hause. Und dann arbeiten, yay! Und dann werden wir heute noch arbeiten. Ja, weil wir unseren Job lieben. Ja! Yay! Yay! Ja! Und dann können wir grillen. Ja, letzten Sonntag hat es ja geregnet, aber. Ein richtiger Mann grillt auch bei schlechtem Wetter. Du bist mir eine gute Ehefrau. So. Dann wünschen wir euch einen schönen restlichen Sonntag. Sonntags. Sonntags? Sonntags. Sonntag. Immer wieder Sonntag. Tschüss! Ciao mit V. Oh. Schneidest du das bitte auch? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.